Die verschiedenen Medien haben es bereits gemeldet. Ab morgen nimmt ein Testzentrum auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau den Betrieb auf. Wir waren heute vor Ort, als die Aufbau- und Vorbereitungsarbeiten noch liefen. Wir sind heute hier am Platz der Völkerfreundschaft vorbeigekommen und da steht seit kurzem ein Container. Wir konnten es uns schon fast denken, ab morgen soll hier in Zwickau ein weiteres Testzentrum in Betrieb gehen. Sie kommen woher, Herr Kniehase? Also wir kommen auch aus Zwickau. Ich vertrete die Firma Tiptop Dienstleistung. Das ist ein Gebäude- und Industriereinigungsunternehmen, hier in der Region tätig, auch stark tätig. Und wir machen dieses Projekt zusammen mit der Firma Covi Medical. Die sitzen in Dillenburg, das ist in Hessen. Und die haben bereits 25 Standorte bundesweit aufgestellt und das ist jetzt momentan der letzte, aber es sind noch weitere in Planung, auch in der Region Hamburg, Bremen und dergleichen. Wer kann hierher kommen? Ist es auch kostenpflichtig? Es ist kostenpflichtig, es kostet 34,90 Euro, das ist inklusive Mehrwertsteuer und es kann jeder herkommen. Es fokussiert auch mittlerweile auf Firmen, weil die wahrscheinlich in Kürze die Auflage bekommen, ihre Mitarbeiter testen zu lassen, ein-, zweimal die Woche. Und dann können die natürlich auch hierher kommen. Und da kriegen diese Firmen allerdings Spezialkonditionen. Die nehmen dann in dem Moment Kontingente ab und die können dann bei uns erfragt werden. Muss man sich vorher anmelden oder kann man einfach auf gut Glück herkommen? Nein, das ist ganz wichtig. Es muss sich unbedingt vorher angemeldet werden und zwar auf der Webseite 15minutentest.de. Da kann man sich den Standort aussuchen, der ist ja auch gelistet jetzt mit Zwickau. Und dann sucht man sich ein Zeitfenster aus, was frei ist und was einem selbst noch passt. Morgen geht's los. Wie sind die Öffnungszeiten? Die Öffnungszeiten sind von 7 bis 10, also 3 Stunden. Und nachmittags immer von 15 bis 18 Uhr. Das heißt, man kann das gut vor der Arbeit nutzen und man kann es auch hinterher nach der Arbeit nutzen. Wir haben auch festgestellt an anderen Standorten, dass die Zeit dazwischen wenig stark frequentiert wird. Sie werden ungefähr wie lange hier bleiben mit diesem mobilen Testzentrum? Ja, das ist, kommt darauf an. Also bis auf Weiteres erstmal. Und dann werden wir mal sehen, wie die Resonanz ist, wie es angenommen wird und vor allem auch, wie die rechtliche Lage ist, dass die Leute das machen müssen oder testen müssen oder auch nicht. Und dann werden wir spontan entscheiden, wie es weitergeht. Aber auf jeden Fall erstmal bis auf Weiteres. Wie werden die Menschen dann vom Ergebnis informiert? Die checken sich ja online ein, da geben sie auch die privaten Daten an, nebst E-Mail-Adresse. Dann bekommen die ein Ticket ausgedruckt oder die drucken sich das Ticket selber aus. Da ist ein QR-Code drauf, der wird hier am Container beim Ankommen eingescannt. Dann ist er auch sofort zugeordnet. Bezahlen tut er auch schon beim Login, beim Check-in online. Und danach bekommt er ein kleines Röhrchen in die Hand gedrückt, wo die Flüssigkeit, die Testflüssigkeit drin ist. Geht damit in die Kabine rein, da wird der Abstrich gemacht. Und dann bekommt er noch einen neuen QR-Code mitgegeben. Und den kann er nach 15 Minuten nutzen, um das Ergebnis abzufragen. Das dauert ungefähr 15 Minuten, dann ist das Ergebnis da. Und er bekommt es zugemeldet. Das hat den Vorteil, dass hier keine langen Schlangen entstehen. Und dass er maximal 2-3 Minuten hier überhaupt vor Ort ist. Was ist mit den älteren Leuten, die nicht im Besitz eines Handys sind? Ja, das ist grundsätzlich schwierig. Die müssen versuchen, das über ihre Verwandten zu machen oder über Freunde. Es geht anders nicht, sonst hätten wir hier einen riesen Auflauf. Und dann wird es auch zu Kontakten kommen, das wollen wir ja vermeiden.